Hallo ihr Quirlinge! In dieser Episode von Dretsch geht es ordentlich voran. Denn nicht nur besiegen wir drei Geistfresser in den Windstrangsümpfen und gelangen dadurch zufällig an das nächste Relikt, nein, auch wird endlich ein weiteres Stück Edelstahlblech gefunden. Hossa, los geht's! Noch ist genug Zeit, um den Köder auszulegen. An diesem Ingame-Tag, denke ich. Wir müssen ja nur um die Ecke fahren und dann haben wir doch da diese Falle. Genau, das ist der Köder und alles weitere macht dann der Flieger, hoffe ich. Inspizieren. Ein großer Käfig hängt über dem Wasser, darunter schwimmt ein kleines Behältnis. Bestücke die Falle mit einem Köder. Du bestückst die Falle mit dem Köder. Du solltest dich jetzt in Sicherheit bringen. Das Ding wird erst fixiert und dann kommt der Mörser. Oh, ist das brutal. Aber die Viecher sind andersrum auch brutal. Kein Mitleid. Im Inneren befindet sich der Kadaver eines Geistfressers. Der Flieger wird einen Beweis dafür erwarten, dass du Erfolg hattest. Fleischklumpen. Ein bleicher, blutiger Klumpen. Sein Geruch beißend und metallisch. Der Rest des Kadavers versinkt. Okay. Na komm, gehen wir doch weg. Ist ja nicht weit. Wir finden schon wieder raus. Wäre ja nicht so, dass sich hinter uns irgendwelche Wege schließen, ne? So, Flieger. Wie läuft es so? Ich habe da den Kadaver einer Kreatur, den ich dir zeigen will. Dann wollen wir mal sehen. Du reichst dem Flieger den zerfetzten Fleischklumpen. Er ist nahezu formlos, doch ihr wisst beide sehr gut, zu wem er nur gehört haben kann. Der Flieger stochert mit seinem Messer in dem gummiartigen Fleisch herum. Er scheint zufrieden zu sein. Ja. Das war mal eines dieser Biester. Wir machen Fortschritte, aber es gibt noch viel zu tun. Hm? Ja, okay. Dann hätte ich gerne die Erkennungsmarke abgegeben, wenn ich schon mal hier bin. Da gibt es das Übliche, nämlich das Forschungsteil. So, und weil ich jetzt eine kleine Spielpause hatte, noch mal geschaut, was ich jetzt hier machen muss. Das war so ein normaler Fisch und so ein, ja, mit Barteln. Okay. Ja. Ich will weg. Ja, der scheint zufrieden zu sein. Was ist denn das hier für eine Fangstelle jetzt? Ein Langflossenaal. Aha. Ah, da kommt gleich die Anomalie. So liebe ich das. Zwillingsaal. Ach, die haben vorne und hinten. Schaut nur. Unaufhörlich auseinanderstrebend. Doch getrennt würden sie nie überleben. Hasserfüllte Zwillinge aneinander gekettet. Frage eines Interessierten. Wo ist der Ausgang für eure Verdauungsrückstände? Kann ich heute gut angeln? So. Och, es ist spät. Ja gut, ich glaube, es gibt hier noch eine Anomalie von dem Fisch, oder? Lasst mich schauen. Das ist dann so. Ne, es gibt nur die eine Anomalie. Es gibt keinen Grund, das noch länger zu angeln.
Es sei denn, wir müssen dann für den dritten Köder das irgendwie machen. Tab zu. So. Okay. Jetzt muss ich ja nur, wie war das? Hier links rum, dann rechts rum, dann bin ich ja draußen. Ist ja gar nicht schwer. Kann ich noch den Rachen der Tiefe ausleeren, falls möglich. Ach, schon wieder rotes Gewaber. Ach, boah. Der Rachen ist echt fleißig. Ich lasse ihn aber jetzt absichtlich laufen, weil es gibt eine... Es gibt eine Steam-Errungenschaft, dass man irgendwie 100 Krabben fängt oder so. Dafür ist der Rachen richtig gut. Fischmarkt, fortfahren, alles weg. Gleich nochmal den Rachen ausgelegt oder ausgeleert. Vielleicht repariere ich ihn auch gleich, damit ich das nicht mehr machen muss. Reicht gar nicht. Ach doch, ja, reicht gerade so. Nee, reicht nicht. Ja. Wir haben ja eigentlich genug Platz. Gell? So, das... Einsammeln geht jetzt nicht mehr. Scheiße. Na, dann muss er halt noch einen Tag bleiben. Ich weiß nicht noch mal raus. Wie bringt diese Krabben eigentlich? Oh, ordentlich. Okay, dann Forschung. Wir forschen gerade an Motoren, richtig? Noch, also... Wie ist das? Noch ein Forschungsteil. Dann haben wir den. Zwillingsstrahlantrieb, 56 Knoten. Ich glaube, ich warte gleich auf den. Das hier jetzt zu kaufen, kann ich zwar machen, aber ist das so sinnvoll, wenn ich nur noch ein Forschungsteil habe? Auf der anderen Seite, ich habe ja genug Geld. Wir machen das. Heißt, das Logische wäre das Schwimmbad. Also muss ich in die Werft. Ja. Das habe ich doch schon. Was mache ich denn hier? Blödsinn. Gar nichts muss ich machen. Diesen hier, den Luxus-Außenborder plus 28. Nee, den nehme ich nicht. Gut, okay, dann Augen zu. Neuer Tag, neue Aufgaben. Wir sollten erstmal den Köder dabei haben, für den Fall, dass ich dann irgendwo diese zweite Falle entdecke. Dazu brauchen wir einen normalen Fisch und so einen mit den Barteln. Finden wir die hier alle? Ne, dich brauchen wir nicht. Dich brauchen wir einmal. Und... Ist möglicherweise du? Nee, du bist nicht der Richtige. Der mit den Barteln. Das ist nicht das Richtige. Oh, das ist ein nachtaktiver Fisch. Lass mich nachschauen, bevor ich jetzt hier suche und das gar nicht finden kann. Es ist der Langeflossenaal. Es ist... Nee, das ist es nicht. Der da, der Wels. Der Wels ist nachtaktiv. Den kann ich gar nicht fangen. Okay. Ja, ist schlecht. Hätte ich vorher wissen müssen. Bringe ich jetzt nur den einen Fisch hier hin, weil es in der Nähe ist und ich es kann. Und das nicht verderben soll. Und dann erkunden wir so ein bisschen hier die Umgebung. Der Flieger mit allem, was er so hat. Irgendeine Falle.
Nein, was will ich denn hier? Das ist richtig, so. Zack, nachts in die Welt und dann nochmal zu ihm zurück. Ja, ich weiß es doch. Ich weiß doch alles. Lass mich doch mal weg. Je länger du mich voll quatscht, desto länger dauert alles. So, hier links haben wir so ein großes Becken. Oder lass uns die Karte studieren. Also. Ist eigentlich egal, wohin ich hinfahre. Wir fahren dieses große Becken hier nach links. Da war ich schon mal drin, aber ist lange her. Das Vieh nervt natürlich. Ah ja, hier ist die nächste Falle. Verstehe. Gut. Ja. Dann fische ich mal diesen Ring hier aus dem Wasser. Dann vergeht die Zeit auch wie im Flug. Was ist das? Ein paar Rubin-Ohrringe. Könnte neu sein, muss aber nicht. Saphir-Ohrringe hatten wir schon. Holz habe ich keinen Platz. Ich finde auch wirklich dieses Edelstahlblech nicht mehr. Kann ich hier durchfahren? Nee. Also kann ich die Pilze eigentlich umfahren? Nee, die bremsen mich aus. So, wo ich eigentlich lang? Ich will jetzt... Der ist ja auf dem Kriegspfad. Gleich ist nach, da kann ich seinen Barsch angeln. Nee, das ist nicht der richtige. Das ist mein Korb. Tarpun auch nicht. Komm schon, Spiel, gib mir so einen... Ach, den Wels, nicht einen Barsch. Oh. Langflossenaal, den habe ich aber schon. Wels, hier. So, einer reicht mir ja, weil ich die Anomalie schon habe. Die Anomalie vom Langflossenaal, das war die, die wir vorhin gefangen hatten. Richtig? Genau. Brauche ich jetzt auch nicht. Lieber den Köder organisieren. Und dann gucken, was im nächsten Köder drin steckt. Welcher Fischart. Flieger und so weiter und so fort. Ja. Und hier zweiter Köder, alles klar. Da kommt er rein. So. Das sollte klappen. Ich mische die einfach hier drin, besticke damit die Falle und suche dann das Weite. Wenn die Fallen zuschnappen, dann feuere ich mit dem Mörser drauf und bringe mir auf jeden Fall einen Beweis. Jawohl. Es ist ein widerlicher Köder. Übel riechende Mixtur aus Fisch und noch etwas anderem. Der Flieger sagt, das soll die Biester in Windstrang anlocken. Ich muss... vorsichtig sein. Letzter Köder. Da brauche ich wahrscheinlich zwei solcher Aale. Wenn ich ein bisschen Glück habe,
Dann ist das hier vorne wieder eine Aalfangstelle und ich kann diese zwei Aale direkt besorgen. Und dann haben wir das im Sack. Ja, ich habe Glück. Genau noch zwei gewesen. Sehr schön. Dann kann ich ja... Mann, oh Mann. Wir können ja hier die Nacht verbringen gleich. Also, Flieger, Köder und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Zack, 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 hier. Das sollte klappen. Und er mischt es und bestückt die Falle und so weiter. Und dann haben wir Köder Nummer 3. Müffelnder Köder. Der Text ist immer der gleiche. Dann denke ich, sollten wir hier jetzt mal einfach die Nacht vergehen lassen. Und dann werden wir diese Eitertentakel in die Luft jagen mit Fliegers Hilfe. Am nächsten Tag. So, wo war denn das? Moment mal. Riffbarsch. Riffbarsch-Anomalie, habe ich die schon? Knochenhecht. Nein? Oh, die müssen wir angeln. Das müssen wir versuchen. Da ist er, der, oh je, der Wirbelstürmer. Ein langsamer Wirbel verzerrt seinen Körper, ihn in eine unbekannte Dimension ziehend. Och, das tut ihm nicht gut. So, jetzt bin ich irgendwo abgebogen, weiß gar nicht, wo das... Ich war doch irgendwo hier. Dahin. Wie er guckt, ist fast ein bisschen niedlich. Wenn du diesen komischen Köder frisst. Schön. Du komischer Tentakel, wenn du diesen komischen Köder frisst, warum muss es dann mein Nervenkostüm sein? Schmeckt das besser? Brauchst du das zur Fortpflanzung oder was? So, wieder ein solcher Überrest. Dann denke ich mal, der dritte ist dann da in dieser großen Lagune. Also, wenn ich hier rausfahre, rechts rum und dann links rum. Wenn ich hier rausfahre... Rechts rum. Oh, hier ist eine Sprengstelle. Ah, dahinter ist vielleicht Metall. Ich habe einen hohlen Zahn dabei. Ja, ja, ich weiß, dass ich hier... Hier, komm, hier. Fortfahren. Bumm. Bist du... Ach, da brauche ich ja noch eine. Ja, ich kriege... Ah, hör mal. Ah! Okay. Konzentration. Das hat er sich total viel mit Wurzeln verhakt. Das ist der einzige Grund, warum das so lange dauerte mit dem Dretschen. Hey. Ich kann jetzt hier nicht durch. Ich brauche noch so einen hohlen Zahn. Da ist ein... Noch auch so ein komischer Basaltsäulenfelsen. Sind jetzt da. Wir fahren zurück. Wir bauen das Schiff auf und holen noch so einen hohlen Zahn. Im Grunde genommen
linksrum irgendwie durchmogeln, dann rechtsrum. Naja, was mache ich hier? Tastenchaos, ihr kennt das. Was ist das? Das kann ich jetzt auch dretschen, jetzt brauche ich ja wieder Schrott. Oder Tuch. Reicht mir, aber ich will erstmal raus. Oh, was bist du? Das ist die Weltsanomalie, die habe ich schon. So. Wo ist denn der Ponton? Ist der noch so weit, echt? Hä? Genau, andersrum. Wo bin ich denn hier? Nee, nicht dagegen dotzen. Wo? Hä? Bin gerade völlig verwirrt. Ach, sitz! Oh, das habe ich gerade nicht gesehen, weil diese Landzunge dazwischen, weil ich dachte, ich hätte den doch sehen müssen schon längst. Gut. Also, Fischmarkt. Ja, ja, ja. Die Fische, die ich habe, kann ich dir verkaufen. Genau. Dann hätte ich gerne, da wo es logisch wäre, die Werft. Also hier ein Schwimmdock, genau. Der neue Rumpf. Hier, endlich. Rumpf fortgeschritten. Schön. Und jetzt kann ich hier wieder alles Mögliche schon mal hier reintun. Hier. Stickstoff zum Beispiel. Hab ich noch irgendwas? Ein Holz. Jetzt kann ich wieder alles Mögliche dretschen. Nee, habe ich nicht. Hier ist ein hohler Zahn. Ach, ich habe zwei hohle Zähne noch. Einen auf Lager zu haben ist okay, aber zwei brauche ich nicht. Dann nehme ich den einen tatsächlich aus dem Lager in. Wo ist das Lager? Da. Hier rein. Ach, guck mal, jetzt haben wir ja hier die Möglichkeit, uns den dicken Motor zu holen, oder? Der Motor hat ja. Stimmt. Dann muss ich werfen. Schwimmdock. Nee, ich brauche noch ein Forschungsteil, richtig. Ah. Ich kann im Moment nur das einfach mal da unten hinbauen. Um den Platz auch nutzen zu können. Richtig, das kann ins Lager. So. Alles klar. Läuft. Ruhen. Jetzt müsste ich eigentlich nur dahin zurück, wo ich gerade eh schon war. Aber vorher, hier, das ist, glaube ich, jetzt kaputt. Einsammeln. Das müssen wir erledigen. Fischmarkt. Krabben verkaufen. Zurück. Reparieren. Danke. Ich hab's jetzt dabei, richtig? Ja. Krabbenkorb. Da kommt hier die gleiche Stelle wieder. Mir geht es ja nur um die Anzahl der gefangenen Krabben und nicht um ihre Art. Okay, so. Jetzt kann ich hier links rumfahren und bin dann wieder in der Nähe und kann die letzte Mörserattacke machen. Sachen dretschen ist jetzt wieder wichtig. Holz,
Metall, alles Mögliche. Ist wieder so. Ach, es gibt mehrere solche Basaltstellen. Hier kann ich aufsprengen. Dann mache ich das. Was ist das? Das ist ein unbekannter Fisch, oder? Ah, das ist der Riesentiger-Salmler. Das ist der für die fahrende Händlerin. Dieser riesige Fisch ist nicht nur ein furchterregender, sondern auch ein äußerst aggressiver Jäger. Die Zähne sind so lang, dass sie den anderen Kiefer durchbohren. Das ist aber nicht gesund. Was hat sich Mutter Natur denn dabei gedacht? Hier treibt was im Wasser. Will ich haben. Ein Smaragdring. Oh, der ist hübsch. So, das war ein schöner Fund. Da fahre ich ja wieder raus. Wie komme ich denn tiefer rein? Hier vorn links rum, gell? Dann ist doch da der... Ja, genau. Ich mag den Flieger. So. Okay. Gut. Dann, wie komme ich von hier aus zum Flieger? Hier durch, rechts rum, scharf links rum. Hier durch, nochmal kurz geguckt. Rechts rum. Scharfe links rum. Das stimmt sogar. Siehe, was ich dir mitbringe. Ja. Er sticht mit dem Messer hinein, rammelt ein bisschen. Und wieder einer weniger. Du wirfst den blutigen Kadaver dem Flieger, also den dritten blutigen Kadaver, den Flieger vor die Füße. Seine Augen glitzern vor sadistischem Vergnügen. Er beugt sich hinunter und sticht mit dem Messer in das weiche Fleisch. Es teilt sich unter der Klinge und gibt den Blick auf einen metallisch glänzenden Gegenstand frei. Er reißt den Gegenstand aus dem Fleisch der Kreatur und hebt ihn hoch. Du erkennst, dass es eine Halskette ist. Überzogen von blutigem Schleim. Nun, Fischersmann, Glück für dich. Dafür wirst du von einem Sammler ein hübsches Sümmchen bekommen. Hier. Warum nimmst du es denn nicht? Ach, so kommen wir hier an dieses Ding. Ja, verstehe. Es ist eine schimmernde Halskette. Eine üppig verzierte Halskette. Tränenförmiges Elfenbein flankiert das zentrale Schmuckstück. Einen von vier brechenden Wellen eingeschlossenen Smaragd. Muss aber freigebig damit. Der Flieger tritt vom Kadaver zurück. Sein Gesichtsausdruck ist melancholisch. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Wollte er nicht irgendwohin übergesetzt werden? Was willst du jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich würde dich bitten, mich von hier wegzubringen, aber das hier ist mir doch zu einer Art Heimat geworden. Es fühlt sich nicht richtig an, meine Brüder hier zurückzulassen.
In der Zwischenzeit könnte ich spezielle Köder für dich entwickeln. Das würde deine Erträge erhöhen. Hm? Was meinst du mit Ködern? Das hier ist von dem anderen Köder übrig geblieben, den wir gemacht haben. Eine kleine Portion Köder. Damit kann man alle möglichen Arten anlocken. Aha. Okay. Ah, Fähigkeit Köder freigeschaltet, war? Verstehe. Richtig, jetzt könnten wir wieder etwas Frisches machen. Ich brauche zuerst etwas Fisch. Jede Art kommt in Frage, aber je mehr du mir bringst, desto mehr Köder kann ich machen. Ich werde jetzt nicht den Riesentiger-Sammler nehmen, der ist zu wertvoll. Ja, genau. Das ist alles. Eigentlich kann ich jetzt ganz beruhigt, nachdem wir so viele Questfortschritte erzielt haben, jetzt mit dem Tiger-Salmler im Frachtraum zur fahrenden Händlerin und auch dort Berichte erstatten. Hat sich ja alles ganz schnell aufgelöst jetzt hier. Oh. Ein Trophäen-Pfeilschwanzkrebs. So, aber hier erstmal Bescheid geben. Auch den Fischmarkt. Warte mal, wie war das? Also eigentlich mit ihr sprechen wir eigentlich erstmal. Wegen der seltenen Fische, die ich für dich sammeln oder fangen soll. Ich habe einen Riesentiger-Salmler gefangen. Das sind gute Nachrichten. Und so weiter. Das ist immer das Gleiche, was ich erzählt. Oh, zwei Sportungsteine. Das ist perfekt. Ja, das andere fehlt halt noch. Ich breche jetzt auf. Jetzt können wir ihr den Fisch auch verkaufen. So. Und dann können wir, 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 was? Nein, das ist falsch, weil es ja logisch wäre. Hier? Nein, ich muss doch, Forschung, Mensch. Dieses Ding möchte ich nämlich unbedingt haben. Ich kann das seitlich einsetzen, das ist eigentlich Quatsch. Ach nee, unten geht ja auch. Also den hier verkaufe ich jetzt. Und die Dinger, die baue ich aus und oben ein. So. Die machen jeweils 10 Knoten und den wir verkauft haben, wir waren also bei 50 Knoten. Und der hier kommt jetzt da rein. Dann haben wir 56 Knoten. Jetzt könnte man hier eigentlich auch noch einen solchen nehmen. Wobei der macht ja nur 17. Wenn ich noch so einen Strahlantrieb rein tue, habe ich nochmal 10 Knoten mehr. Oder? Der hier, der um die Ecke geht, macht 28 Knoten. 28 Knoten ist auch weniger als 3 mal 10,1. Also ist doch besser, das so zu machen. Das ist eine komische Konstruktion, aber sie scheint zu funktionieren. Dass wir damit gerade ausfahren können, ist ein Wunder. So, Forschung, wie geht's weiter? Ja, das Ding will ich natürlich auch haben. Da geht das erste Forschungsteil rein. Und ja, wir müssten zum Sammler, um mit ihm dieses Relikt zu erörtern. Aber ich glaube, das machen wir am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!